Liebe ist vieles, aber vor allem eins: vielseitig. Denn die Liebe hat bekanntlich viele Gesichter. Aus diesem Grund wollen wir euch im heutigen Video einige der skurrilsten Gesichter der Liebe zeigen. Denn heute geht es um echte Paare, die absolut verrückte Beziehungen führen. Mit dabei sind unter anderem gigantische körperliche Unterschiede sowie historisch einmalige Beziehungen. Aber auch Paare, deren Lifestyle verrückter ist als aus jedem Hollywood-Film. Es wird also sehr abgefahren und auch ein bisschen romantisch. Deshalb bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Auf der Nummer 8 beginnen wir mit einer Beziehung, die auf den ersten Blick nicht nur extrem verrückt, sondern auch gar nicht erlaubt aussieht, aber trotzdem ganz legal ist. Im Mittelpunkt steht dabei ein brasilianischer Mann namens Arthur O. Urso, der auf dem Papier ganz normal und seit vielen Jahren glücklich mit seiner Frau Luana verheiratet ist. Neben seiner offiziellen Ehefrau Luana hat Arthur O. Urso, der in Brasilien übrigens als Model arbeitet, allerdings noch 7 weitere feste Freundinnen, mit denen er sich regelmäßig trifft und auch intim verkehrt. Wer jetzt jedoch denkt, dass Arthur seiner Frau regelmäßig fremd geht, liegt weit daneben. Tatsächlich ist diese polyamoröse Beziehung auf den Wunsch von beiden hin entstanden. So wählt das Paar sogar gemeinsam aus, wer in den Kreis der festen Freundinnen mit aufgenommen wird. Laut Arthur war es am Anfang zwar schwer, sich die Namen aller seiner 8 Lebensgefährtinnen zu merken, mittlerweile ist dies für ihn und seine Frau jedoch laut eigener Aussage die perfekte Form von Liebesbeziehung. Neben all der Liebe gibt es jedoch auch einen großen Nachteil an dieser Konstellation. Im Internet werden die 8 immer wieder Opfer von Hassnachrichten und Angriffen. Davon lassen sie sich jedoch nicht unterkriegen und leben weiterhin in einer der einmaligsten Beziehungen der Welt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von solchen polygamen Beziehungen haltet. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 7 machen wir weiter mit Monica Hart und ihrem Ehemann John aus den USA. Auch diese beiden wirken auf den ersten Blick wie ein ganz normales Ehepaar, das zusammen durchs Leben schreitet. Allerdings hat Monica eine Sicht auf die Liebe, die wohl nur die wenigsten Frauen mit ihr teilen und die dafür sorgte, dass sie sich ganz genau diesen Ehemann ausgesucht hat. Und zwar möchte sie um jeden Preis, dass ihr Mann jeden einzelnen Schritt und jede Entscheidung ihres Lebens überwacht, beziehungsweise für sie trifft. Dabei verlangt Monica Hart von ihrem Mann förmlich, dass er sie ohne Pause kontrolliert. So wählt er nicht nur unter anderem jeden Tag ihre Klamotten für sie aus, er entscheidet außerdem, was sie isst, was sie in ihrer Freizeit tut und mit wem sie sich trifft. Sie sagt außerdem, dass sie ein traditionelles Frauenbild bevorzugt und deshalb auch nicht zur Arbeit geht, sondern sich ganz altmodisch um den Haushalt und die Wäsche kümmert. Laut ihrer eigenen Aussage steht Monica Hart ausschließlich auf extrem dominante Männer, was ihr in ihrem Freundeskreis schon einiges an Kritik eingebracht hat. Viele können nicht verstehen, wie sie komplett fremdbestimmt leben kann und warum sie nie eine Entscheidung alleine treffen möchte. Für sie scheint das jedoch der perfekte Weg zu sein, ihre Ehe zu führen. Weiter geht's mit einem Paar, das ebenfalls gerne in Traditionen lebt, dabei aber sogar noch weiter geht als Monica und ihr Mann. Während die meisten Menschen nämlich froh sind, dass wir uns in einem modernen Zeitalter befinden, leben Sarah und Gabriel Chrisman aus Washington genau wie vor 220 Jahren. Sie selbst bezeichnen sich als viktorianisches Paar, was bedeutet, dass sie ihren kompletten Alltag so gestalten wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Was auf den ersten Blick leicht abstrus klingt, stellt sich auf den zweiten als Lebensstil heraus, von dem die meisten von uns vermutlich komplett überfordert wären. So zu leben wie vor 220 Jahren bedeutet nämlich nicht nur, dass man komplett auf digitale Technologien wie Computer oder Smartphones verzichtet, sondern auch, dass man mit Öllampen heizt oder mit altmodischen Riesenfahrrädern fährt. Darüber hinaus kleiden sich Sarah und Gabriel 1:1 wie in der viktorianischen Zeit und versuchen auch, den klassischen britischen Dialekt von damals zu übernehmen. Unglaublicherweise zieht sich die radikal historische Lebensweise der beiden sogar bis in ihr Berufsleben. Und zwar arbeitet Sarah als Schriftstellerin und Gabriel als Bibliothekar. Dass sie ausgerechnet diese Berufe ergriffen haben, ist natürlich kein Zufall, da sie so zum großen Teil genau so arbeiten können wie die Menschen in der viktorianischen Zeit.
Auf der 5 machen wir mit einem Paar weiter, für das alles zählt, aber nicht das Alter. Der Altersunterschied zwischen Cheryl und Curran liegt nämlich bei unglaublichen 37 Jahren. Aber das wirklich Kuriose kommt erst noch. In diesem Fall ist nämlich nicht der Mann der Ältere, sondern die Frau. Mit Anfang 20 fing der mittlerweile 24-jährige Brite Curran an, mit einem Familienmitglied der 61-jährigen Cheryl zusammenzuarbeiten. Über diesen Kontakt lernte er dann seine spätere Freundin kennen und sie verliebten sich Stück für Stück ineinander. Zwar mussten sich die beiden gerade am Anfang ihrer Beziehung immer wieder seltsame Blicke in der Nachbarschaft aussetzen, nach einiger Zeit beschlossen sie allerdings, mit ihrer Liebe in die Offensive zu gehen. Und zwar über ein Medium, das dafür auf den ersten Blick ebenfalls sehr unerwartet aussieht, nämlich TikTok. Die beiden luden immer mehr Videos aus ihrem gemeinsamen Leben auf der Plattform hoch und machten damit vielen Menschen und ungewöhnlichen Paaren Mut, die in einer ähnlichen Situation sind. Mittlerweile sind sie jedoch weitaus mehr als ein Paar. Die Online-Kanäle bei TikTok und Instagram wurden so erfolgreich, dass Cheryl und Curran aktuell über 3,5 Millionen Menschen folgen und die beiden zu kleinen Internetstars geworden sind. Wenn das nicht mal ein interessanter Nebeneffekt dieser Beziehung ist. Als nächstes kommen wir zu einer wirklich fragwürdigen Beziehung, die in den USA für extrem viel Aufsehen sorgt. Es geht dabei um einen amerikanischen Vater namens Morgan, der tatsächlich in einer Beziehung mit seiner eigenen 18-jährigen Tochter zu sein scheint. Was auf den ersten Blick nicht nur höchst illegal und abnorm klingt, ist auf den zweiten sogar noch verstörender. Die beiden lernten sich nämlich erst kennen, als die damals 16-jährige Brittany Kontakt zu ihrem Vater aufnahm. Und zwar über MySpace. Danach verliebten sich die beiden und wurden nach der Öffentlichmachung ihrer Beziehung sogar in die US-Talkshow Steve Wilkos eingeladen. Dort gaben die beiden sogar zu, dass sie angeblich einvernehmlich regelmäßig miteinander intim werden und von einer gemeinsamen Zukunft träumen. Vor allem der Vater erntete für diese Aussagen extrem viel Kritik, da dies nicht nur allen guten Sitten widerspricht, sondern auch nie ganz klar war, ob seine Tochter hier wirklich freiwillig mitmacht. Wie dem auch sei, ist dies wohl eine der skandalösesten Beziehungen, die die Öffentlichkeit je gesehen hat. Als nächstes kommen wir wieder zu einer moralisch unproblematischen Beziehung, die aber ebenso einmalig ist. Und zwar der Ehe von Chloe Lustad und ihrem Mann James. Das Besondere an der Beziehung dieser beiden ist ein Weltrekord, den ihnen vermutlich so schnell niemand wegnehmen wird. Und zwar dem höchsten Größenunterschied eines Ehepaares, bei dem der Mann der kleinere ist. Während Chloe mit 1,63 Meter sogar relativ klein ist, leidet James unter einer Wachstumsstörung, weshalb er nur 1,09 Meter misst. Der Unterschied von 54 Zentimetern hält die beiden jedoch nicht davon ab, eine glückliche Ehe mit eigenem Nachwuchs zu führen. Diese Beziehung zeigt, dass es in der Liebe nicht nur auf äußere Merkmale ankommt, sondern gerade die inneren Werte oft am wichtigsten sind. Weiter geht es mit einem Ehepaar, das zeigt, dass auch die verschiedensten Berufe in der Liebe zusammenkommen können. Die Rede ist dabei von Katie und Rob aus den USA, deren Alltag nicht unterschiedlicher aussehen könnte. Während Katie nämlich ganz normal als Kindergärtnerin arbeitet, geht Rob einem Beruf nach, bei dem man auf den ersten Blick nicht vermutet, dass er ein Privatleben mit nur einer Frau zulässt. Rob ist nämlich nicht nur erfolgreicher Darsteller für Erwachsenenfilme, sondern auch als Erotikguru und Model auf OnlyFans aktiv. Als er jedoch seine heutige Frau Katie übers Internet kennenlernte, war ihm laut eigener Aussage klar, dass er privat nur noch mit ihr verkehren will. Bereits nach 6 Wochen Dating stellte Rob die entscheidende Frage und Katie sagte unmittelbar ja. Zwar sind laut Katie einige ihrer Freunde nach wie vor skeptisch, da sie in Robs Beruf einen Freifahrtschein zum Fremdgehen sehen, für Katie scheint dies jedoch absolut kein Problem zu sein und sie genießt jeden Tag mit ihrem Ehemann. Last but not least kommen wir auf der 1 nun zu einer Frau namens Coralie, die in einer besonderen Statistik den Durchschnitt stark nach oben ziehen dürfte. Die Rede ist vom Bodycount, also der Anzahl der intimen Partner. Davon hatte Coralie in ihrem Leben nämlich weit mehr als 1500. Viele davon als festen Freund, andere als schnelles Vergnügen. Dass sie damit vermutlich mehr Beziehungen in ihrem Leben hatte als 99,9% der Erdbevölkerung,
Bevölkerung, hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Coralie leidet nämlich unter Nymphomanie, auch Hypersexualität, was mittlerweile nicht nur als offizielle psychische Krankheit wie Alkoholismus anerkannt wurde, sondern auch dafür sorgt, dass sie sich nicht auf Dauer auf einen Partner einlassen kann. Immer wieder sucht sie den Kick in neuen Beziehungen und geht dabei an ihre körperlichen Grenzen. Aufgrund ihrer Sucht entschloss sie sich außerdem, schon als junge Frau in die Erwachsenenbranche einzutreten, da sie sich dort die Erfüllung ihrer abgedrehtesten Wünsche erhoffte. Auch wenn sie so einen Weg gefunden hat, ihre Störung zu ihrem Vorteil zu nutzen, sind die Nachteile nach wie vor enorm. Coralie sehnt sich laut eigenen Aussagen nämlich nach einer langfristigen Bindung. Durch ihr übermäßiges Verlangen ist dies aber so gut wie nie möglich und sie hat es bisher nicht geschafft, einen Partner fürs Leben zu finden, da alle ihre bisherigen Freunde entweder von ihrer Untreue abgeschreckt wurden oder aber nicht mit ihrer dauerhaft übersteigerten Libido zurechtkamen. Was meint ihr? Könntet ihr eine Beziehung mit einer Person wie Coralie führen? Schreibt es mal in die Kommentare und schreibt uns auch mal, welche dieser Beziehungen und Personen ihr am verrücktesten fandet. Ansonsten zieht euch mal dieses Video für viele weitere interessante Stories rein und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.